auch schön, dass ich heute zu meinem Thema und zu meiner, in meiner Muttersprache, in meiner Gebärdensprache, etwas zum Thema Humor präsentieren darf. Ich hoffe, wir schaffen das Programm wirklich in einer halben Stunde durchzuziehen und so, dass Sie auch pünktlich dann schließen können. Eine wichtige Sache ist vielleicht auch, dass ich erwähnen möchte, ohne Dolmetscherin wäre es heute nicht so eine schöne Präsentation, deswegen auch noch einmal ein Applaus und danke für meine Kollegin Frieda. So, alles habe ich leider nicht im Kopf, deswegen habe ich auch meinen kleinen Schwindelzettel mit. Gut, zuerst vielleicht ganz kurz, eine ganz kurze Einführung, was ist überhaupt österreichische Gebärdensprache, was bedeutet denn das? Welche Sprache ist denn das? Ja, vielleicht kennen es einige von Ihnen schon, die Gebärdensprache. Es ist die Muttersprache der gehörlosen Gemeinde, der Menschen, die in der gehörlosen Gemeinschaft sich befinden. Es ist eine Kommunikationsform wie jede andere Fremdsprache auch und entsprechend auch zu erlernen. Wir verwenden eben dann für unsere Sprache die Hände. Viele glauben, dass Gebärdensprachen so etwas Ähnliches sind wie eine verkürzte Form oder eine einfache Form. Irgendein einfaches Kommunikationsmittel stimmt überhaupt nicht. Jede Gebärdensprache hat eine eigene Struktur, arbeitet mit dem dreidimensionalen Raum und deswegen ist sie sehr kompakt. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt auf den Humor kommen. Ein Teil möchte ich vielleicht auch integrieren im Sinne von einer poetischen Darstellung. Das heißt, auch in Gebärdensprache ist das alles möglich. Sie kennen vielleicht auf der einen Seite pantomimische Äußerungen oder überhaupt, also diese Kunstform Pantomime. Sie kennen vielleicht die McPhee, eine sehr bekannte Grazerin, die immer wieder ihre Performances hat. Ich möchte aber dazu erwähnen, dass Gebärdensprache nichts mit Pantomime zu tun hat, nur wenn sie dann in poetischen Teilen oder in Kunstformen sowie auch im Humor, dann werden Teile dieser pantomimischen Äußerungen sehr wohl auch in Gebärdensprachen integriert. Ein ganz einfaches Beispiel vielleicht dazu ist auch, dass Gebärdensprachen sehr wohl auch mit dem Fingeralphabet arbeiten. Es gibt ein sogenanntes Zweihandalphabet, das kennen Sie vielleicht selber noch von der Schule, das haben, glaube ich, fast alle Pädagogen und Pädagoginnen irgendwann auch einmal selber schon gesehen oder bei den Kindern gesehen. Und wir Gehörlosen haben auch unser Fingeralphabet, wobei wir meist mit einer Hand nur buchstabieren. Das sieht dann so aus, dass verschiedene Handformen eben die Buchstaben abbilden. Und ich möchte dahingehend eine kleine Darbietung zeigen, wie auch hier mit in Gebärdensprache gespielt werden kann mit diesen Handformen des Fingeralphabets. Ich buchstabiere zum Beispiel das Wort Golf. Das wäre das G, das O, das L und das F. Okay? Normalerweise wird das in der Geschwindigkeit buchstabiert, das ist ein bisschen langweilig, das ist jetzt nicht unbedingt eine Kunstform. Und das kann man jetzt aber kunstvoll aufbereiten, dann schaut das so aus. Das heißt, eine Möglichkeit zum Beispiel mit dem Fingeralphabet zu spielen und da gibt es ganz viele, viele zahlreiche Beispiele dafür. Des Weiteren auch einen kleinen poetischen Input. Die Karin wird jetzt als Dolmetscherin von Wolfgang Pollertz ein kurzes Gedicht vorlesen. Wir haben das schon einmal gemacht im Rahmen einer Veranstaltung. Und das war sehr spannende Arbeit auch für uns beide, wirklich uns zu überlegen, wie kann man ein deutsches Gedicht oder einen deutschen Beitrag wirklich in die Gebärdensprache übertragen und übersetzen. Also ich lese jetzt von Wolfgang Pollertz kurz vor. Regenfahrt. Das Trommeln auf dem Autodach, Botschaften des Regens, hält die Geschichten wach von Landstrichen wie diesem. Die Bewohner schlafen schon. Nur Katzenaugen am Straßenrand, Reklameschilder und Frösche plattgefahren. Im Radio die fremde Stimme.
atmosphärisches Entladen, Nachrichten aus Maribor in der Sprache meiner Ahnen. Danke, Karin. Okay, soweit zu diesem Teil. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zum großen Thema Witze, so wie eben Sie wollten oder so der Auftrag war. Es gibt also unzählige Witze, so wie in der höheren Kultur. Wie gesagt, es gibt auch bei den Gehörlosen spezielle Witze, die zum Teil sehr anders geartet sind und anders ausgerichtet sind als bitte die Hörenden diesbezüglich jetzt nicht betroffen zu sein und nicht beleidigt zu sein. Es ist einfach in unserer Kultur so üblich, dass man gegen die Hörenden natürlich auch seinen Humor ausbreiten kann. Es gibt ein neues Flugzeug, neu gebaut, wird zur Verfügung gestellt und heute ist gleich sozusagen der Jungfernflug, ist für heute angesetzt. Ja? Es geht von Wien nach Amerika. Ja? Die Leute steigen alle ein und es ist auch eine gehörlose Person dabei, ja, die sich freut, schon irgendwo einen Sitzplatz zu ergattern. Es ist ganz erstaunt, wie groß das ist, wie weich es ist. Also wirklich, man fühlt sich da wie der absolute VIP. Das Flugzeug hebt ab, man spürt überhaupt nichts. Ja. Das geht glatt, das Essen wird serviert, das Trinken, alles, es ist nur vom Feinsten. Plötzlich beginnen alle roten Lampen im Flugzeug zu leuchten. Alarm, Alarm. Das Problem ist einfach, wir sind zu schwer. Ja? Das Flugzeug ist einfach zu schwer. Man weiß jetzt nicht, wie soll das jetzt da weitergehen. Kommt die Stewardess, die Flugbegleiterin und sagt, bitte, alle, die irgendwie Geldtaschen, Hörgeräte, Schmuck, alles eingesteckt haben, das muss einfach raus. Bitte, bitte schnell raus. Ja? Alle schauen, die Hörlose wirft auch sein Hörgerät, das er zufällig mit hat, in einen großen Korb, das wird hinten hinaus geworfen, sodass das jetzt alles leichter ist. Gott sei Dank, das Flugzeug das erholt sich wieder, ist wieder ganz ruhig, was das Flugverhalten betrifft. Dann wieder die roten Lampen, es wird dann überlegt, ja, die Koffer alle auszuladen. Ne? Hinten wird die Klappe einfach aufgemacht, alle Koffer dann ausgeladen, Gott sei Dank, das Flugzeug erholt sich wieder, es ist wieder ganz auf normaler Flughöhe. Dann kommt es wieder zu Turbulenzen. Ja? Es beginnt wieder irgendwie ganz unruhig zu sein, es ist auch ein Berg in der Nähe, es ist schon ganz tief, kommt es wieder und es ist einfach die Gefahr, dass man wirklich da irgendwie den Rumpf aufreißt und die alle Leute versuchen, sich wirklich irgendwo anzuhalten. Das ist so, dass wirklich schon ein Loch entstanden ist unten und man weiß nicht, was man mit den Turbulenzen machen soll. Und die Stewardess sagt, bitte, einer muss weg, dann sollte das wieder sein. Und jeder denkt sich, nein, wirklich nicht, wirklich nicht. Und ich als Gehörlose, was mache ich? Ah, okay. Ich bin der Gehörlose, ich bin der Arme, ich bin der Behinderte, mein Gott. Ich weiß eh, ich bin für die Gesellschaft der Probleme, ich bin eh nicht so bewertet. Ich werde da einfach runterhüpfen. Jetzt ist das okay für alle? Und alle? Es gibt aber auch sehr wohl, dass man gegen Schwerhörige seine Witze hält. Ein Schwerhöriger kommt zu daher, geht ins Lokal, setzt sich nieder. Der Kellner kommt auf ihn zu und der Schwerhörige sagt, bitte ein Bier. Der Kellner sagt, ja, und geht seines Weges. Der Schwerhörige, Bier, Bier, ah, nimm den Tod so komisch im Ohr.
Ich glaube, irgendwas stimmt beim Hörgerät nicht. Bier? 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 Irgendwie höre ich nicht so schlecht. Ach, sowieso, weiß schon, die Batterie ist leer. Gut, nimmt sein Hörgerät, nimmt seine Ersatzbatterie heraus, montiert die wieder, steckt sein Hörgerät wieder ins Ohr. Dann kommt der Kellner daher, hat 10 Bier auf seinem Tablett. Und dann sagt er schon, nein, ich habe nur ein Bier bestellt. Sagt der Kellner, nein, 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 sie haben ununterbrochen Bier bestellt. Das ist einfach irgendwie schwer, ja. Jetzt auch eine Sache, wo wir wirklich auch gegen die Gehörlosen selber unsere Witze machen. Ich bin zum Beispiel untauglich als Gehörloser. Ich darf nicht zum Bundesheer, also ich brauche auch nicht zum Bundesheer. Ich habe das schon. Ist die Frage, ob das mein Glück oder mein Pech ist. Aber das sollen andere beurteilen. Aber warum sind eigentlich Gehörlose untauglich? Ich denke, ich könnte da ein bestes Beispiel einfach zeigen anhand dessen, was ich das vorstellen kann. Wie gesagt, es gibt zwei Soldaten. Die stehen, der eine ist der Hörende, der zweite ist der Gehörlose. Jetzt kommt der General um die Ecke geschossen. Ja, dann, warte, jawohl. Der Gehörlose. Ja, der doch, doch. Stellst du dich einfach mit deinem Ellenbogen und sagst, da denkt sich, aha, okay, okay, ja, und sagen sie mal auch, ne? Der General informiert, heute gibt es so Übungen in Granat werfen, ja? Der Hörende, bitte, nehmen Sie und zünden Sie und werfen Sie, okay? Der macht es vorschriftsmäßig, zünd schnell runter. Zählt 1, 2, 3, 4 und Wurf. Und entsprechend dann noch eine Sekunde die Explosion. Der Gehörlose applaudiert ihm und sagt, gut gemacht. Ne? Na, komm her, ich als Gehörlose kann das auch. Ne? Der Gehörlose nimmt die Handgranate, zieht den Ring, zählt 1, 2, 3 mit den Händen. Oh, irgendwie geht mir jetzt die Hand auf. Ich muss ja weiterziehen. Auch die Witze gegen die Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Also jetzt kann ich mich endlich einmal bei der Karin so richtig auskommen, oder gegen die Karin. Ein sehr schwer reicher Mann, der so wirklich, weiß nicht wie viele Millionen Euro das er besitzt, spendet immer an die verschiedensten Behindertenorganisationen seinen Beitrag. Und eines Tages verstirbt er. Alle sind sehr betroffen und wollen ihm einfach Respekt zollen, indem sie ihm dann beim Begräbnis anwesend sind und einfach noch einmal auch da dabei sein wollen. Also es sind sehr viele Leute dann beim Begräbnis anwesend und sie wollen sich eben auch als gute Freunde und als Dankbarkeit bei ihm noch einmal verabschieden. Als erstes kommt der Rollstuhlfahrer zum Grab, hält eine kleine Rede, sagt noch einmal Dankeschön für alles, gespendet wurde, es wurde sehr viel, konnte mit dem Geld gemacht werden und überlegt sich dann, was soll ich als Gegenzug jetzt dem Verstorbenen auch leisten oder geben. Ja? Schält sich aus seinem Rollstuhl und wirft den Rollstuhl nach ins Grab und versucht dann irgendwie dann, die Begräbnisstätte zu verlassen. Dann kommt eine blinde Person heran, hält eine Dankesrede, so wie der erste auch, bedankt sich für die vielen finanziellen Beiträge und wirft seinen Blindenstock nach. Ja? Als nächstes kommt ein Schwerhöriger daher, dankt noch einmal auch wieder seine Dankesrede, nimmt seine Hörgeräte herunter und wirft sie dann ins Grab nach. Und als letztes kommt natürlich auch der Gehörlose, bedankt sich noch einmal, bedankt sich für das, also denkt sich, na irgendwie am Körper kann ich jetzt nicht irgendwas hergeben, schaut auf seine Dolmetscherin. Deswegen ist meine liebe Kollegin auch schon so weit, dass sie graue Haare hat. Sie ist immer mit mir. Gut,
vielleicht noch ein Teil, einen kulturellen Aspekt vielleicht dahingehend mitverpackt. Natürlich auch ein bisschen in einem humoristischen Sinn. Es kommen zwei gehörlose Freunde, treffen sich, ja, wie geht's dir und so weiter, die plaudern ein bisschen miteinander in Gebärdensprache und plötzlich sagt einer, du, morgen gibst du mir eine Hausparty, magst du vorbeikommen? Ja, 8 Uhr am Abend kommen einige, ja, sehr gern, möchte ich gern kommen, zwei Kisten Bier sind auch schon organisiert, komme ich auf jeden Fall vorbei. Der fragt noch, du, wo wohnst du jetzt eigentlich? Nummer 25, Bars, wunderbar, komme ich morgen bei dir vorbei. Ja? Am nächsten Tag, dann am Abend, nicht? Die Bier sind eingekauft, er fährt dorthin, hat sich an die Straße gemerkt, die Nummer hat er vergessen, aber leider dann eben die Türnummer. Ja? Dann denkt er sich, was war das jetzt so schnell? Was? Ich kann jetzt nicht bei jedem Leuten, es ist schon relativ spät, es ist schon finster auf der Straße, die meisten haben die Lichter schon abgedreht. Ja? Und er denkt sich jetzt ganz einfach, ne? Jetzt setze ich mich noch einmal ins Auto, hupe meinen ordentlich, ordentlich die Hupe getreten und dann auf einmal gehen alle nicht auf. Ja? Und wo? Die Lichter sind die Möhren. Also auch ganz typisch, man nimmt sich auch als eigener Betroffener ein bisschen auf die Schaufel. Ja? Ein Witz vielleicht auch noch, es ist eine reine Übersetzung jetzt eigentlich, also das ist jetzt mehr oder weniger unabhängig von unserer Behinderung, sondern einfach eine Übertragung, Übersetzung aus dem Deutschen oder ich weiß nicht, woher das schon wirklich stammt. Vielleicht kennen ihn einige, aber ich möchte ihn einfach entsprechend in die Gebärdensprache noch einmal darbieten. Eine Katze, eine relativ große, stolze, die über die Straße gehen, wird leider von einem Auto überfahren. Dann kommt sie, wie als Engel geflogen in den Himmel. Dann kommt ein Petrus, der macht die Tür auf und sagt, dann bitte, herzlich willkommen, dann schieben wir herein. Sie trabt dann hinein und dann sagt Petrus zu ihr, du hättest jetzt noch einen letzten Wunsch. Ach ja, ich hätte so gerne eine Wiese, wo ich hinlegen kann, ein bisschen träumen kann, oder so ein bisschen, vielleicht könnte ich so irgendeine Wolke für mich haben, wo ich mich alleine mal hinsetzen kann und träumen. Petrus sagt, na, ist überhaupt kein Problem, mache ich für dich. Zaubert eine Wolke, allein nur für die Katze schleicht sich hin, angenehm, weich, herrlich, und kuschelt sich in die Wolke und schwebt mit der Wolke davon. Zwei Wochen später, wieder mal Pech. 100 Mäuse sind auf der Straße und auch diese sind überfahren worden. Sie sind vergiftet worden und sie treten jetzt den Weg in den Himmel ein. Ja? Der Petrus, okay, ja, kommt es mal rein, das sind zwar viele Beine, aber kommt es nur. Aber ihr habt den letzten Wunsch. Die Mäuse überlegen ganz kurz. Da unten haben wir mal so gesehen, es gibt so Leute, die haben so Schuhe, das sind so Rollen oben, die hätten wir auch gern. Die möchten wir auch gern. Ja? Ja, Petrus hat überhaupt kein Problem, zaubert einmal kurz und alle Mäuse haben auf den Beinen und düsen durch die Gegend. Einige Wochen später geht der Petrus wieder mal so durch seinen Himmel und fragt, wie geht's dir, Katze? Wie geht's dir, Katze? Na, hallo, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, die Katze liegt auf ihrer Wolke. Das Leben, es ist so weich, es ist total toll. Ja, sie braucht nichts zu machen und sie sagt, aber das Beste. Ja, am Anfang, vor zwei Wochen, da war was, da hat es gegeben, Essen auf Rädern. Ja. Ja. Und zum Abschluss vielleicht ein letzter Witz. Ich werde das jetzt in Gebärdensprache präsentieren und die Karin wird jetzt nur mehr einzelne Wörter dazu sagen, einwerfen und versuchen Sie sich vielleicht selber zu verstehen, was ich Ihnen mitteilen möchte. Okay? Drei Männer mit einer Motorsäge gehen durch den Wald.
schönen Baum. Steht. Alle ärgern sich schon und versuchen das noch einmal mit der Säge und mit was für sich alles. Dann kommt ein Bauersmann daher. Alle drei sind schon verzweifelt, weil der Baum einfach nicht umzugeben ist. Also ich mache das schon. Verwendet das Fingeralphabet. Alle drei sind völlig erstaunt, was haben sie gemacht? Naja, der Baum ist derbisch. Das ist das Fingeralphabet drauf, das ist verstanden. Okay, und zum Abschluss vielleicht nur einen poetischen Beitrag, die vier Jahreszeiten. Da brauchen wir überhaupt keine Dolmetscherin, sondern ich glaube schon, dass sie mich auch so verstehen werden. Und ich würde mir wünschen, wenn sie das jetzt auf sich wirken lassen. So, das war's. Dankeschön, danke für die Aufmerksamkeit und schönen Abend noch. Auch Applaus für den Knochen.